Mit Kaffee ist es wie mit vielen anderen Dingen im Leben. Für gute Ergebnisse braucht ihr das richtige Werkzeug. Bei Tchibo gibt es derzeit das sogenannte Barista-Zubehör. Lauter kleine nützliche Dinge, um Kaffee zu servieren oder zuzubereiten. Kaffee-Navigator aktuell. Mit Oliver Springer. Hallo. Nützliche Dinge rund um die Kaffeezubereitung bekommt man bei Tchibo das ganze Jahr über. Ab und zu wird das Sortiment deutlich erweitert. Seit November gibt es das sogenannte Barista-Zubehör. 18 nützliche kleine Dinge rund um die Kaffeezubereitung. Für die Transparenz, für diesen Test hat mir Tchibo 4 davon zur Verfügung gestellt. Und zwar diese hier. Ausgesucht hatte ich mir eine Barista-Kaffeemühle, ein Barista-Kaffeelot, eine Barista-Tasse mit Servierteller sowie einen Barista-Kaffeebereiter. Außerdem habe ich als Zubehör zum Zubehör 2 Packungen Kaffee und 2 Packungen Kakaomandelgebäck bekommen. Ihr kennt das Problem. Ihr öffnet eine neue Tüte von irgendwas und wollt sie dann wieder verschließen. Dafür geben euch die Hersteller einen Klebestreifen mit. Das überzeugt in der Theorie, enttäuscht aber in der Praxis. Wie oft habt ihr schon erlebt, dass der Klebestreifen anfangs seinen Job machte, aber bald an Kraft verlor und die Packung dann halboffen herumstand? Mit dem Barista Kaffeelot bietet Tchibo jetzt eine günstige Lösung, die besser funktioniert. Nach dem Öffnen einer Packung Kaffee braucht ihr meistens sowieso ein Kaffeelot. Da kommt es gelegen, wenn sich das Kaffeelot bereits am Einsatzort befindet. Mit dem Barista Kaffeelot könnt ihr die Packung immer wieder verschließen. Das mit 4,99 € günstige Kaffeelot hat mich vollkommen überzeugt, bis auf eine Kleinigkeit, zu der kommen wir gleich. Die Barista Kaffeemühle besteht aus Edelstahl und Kunststoff und besitzt ein Keramikmalwerk. Am besten gefällt mir der Behälter aus Acrylglas. Allerdings gibt es da ein kleines Problem im Zusammenspiel mit dem eben vorgestellten Kaffeelot. Dass das Kaffeelot aus Holz besteht, ist an sich eine super Sache. Nur ist es dadurch so dick, dass es schwierig ist, das Kaffeemehl aus dem engen Acrylglasbehälter zu bekommen. Eine solche Dick-Dünn-Kombination kommt im Kaffeealltag allerdings selten vor. Deshalb gibt's von mir dafür nur ganz kleine Minuspunkte. Die kleine, an sich gut gemachte Anleitung legt Tchibo in mehreren Sprachen bei. Das Wichtigste wird darin leider nicht erklärt. Wie stellt man den Mahlgrad ein? Im Onlineshop von Tchibo in den Kommentaren zum Produkt bin ich der Lösung dann auf die Spur gekommen. Was ihr hier seht, sind keine Positionen zum Einrasten. Durch Drehen nach links oder rechts könnt ihr den Mahlgrad stufenlos gröber bzw. feiner einstellen. Leider wird der Kaffee nicht besonders gleichmäßig gemahlen. Das wirkt sich anschließend negativ auf die Zubereitung aus. Trotzdem, gemessen am Tchibo-Preis von 16,99 € ist die Qualität der Mühle akzeptabel. Sie wirkt gut verarbeitet. Auf den Kaffeebereiter habe ich mich am meisten gefreut. Die sogenannten Pour-Over-Methoden erfreuen sich unter Kaffeekennern in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Ich bin kein Fan davon, denn ich bin nicht nur ziemlich ungeschickt, für den Alltag sind mir diese Methoden viel zu aufwendig. Mit einem Kaffeebereiter wie diesem ist es allerdings nicht ganz so aufwendig. Das beginnt damit, dass ihr keinen Papierfilter benötigt. Ihr gebt das Kaffeemehl einfach in den Edelstahlfilter. Wenn ihr mit dem Brühen fertig seid, stellt ihr diesen in den mitgelieferten Filterabtropfbehälter. Glaskanne, Filter und Abtropfbehälter sind übrigens Spülmaschinen geeignet. Aber Achtung! Vergesst bloß nicht, vorher den Korkboden abzunehmen. Der ist nicht nur als Hitzeschutz praktisch, er dient gleichzeitig als Untersetzer und verleiht dem Ganzen optisch das gewisse Etwas. Den Tchibo-Preis von 29,95 € finde ich angemessen. Spätestens wenn der Kaffee fertig ist, stellt sich die Frage, wohin damit? Ihr wollt den Kaffee sicher nicht direkt aus der Kanne trinken. Ist schon klar, ihr habt schon eine Kaffeetasse, aber das hier ist besser. Die erweiterte Untertassensektion bietet Platz für Kekse oder andere süße Sachen, die zusammen mit Kaffee einfach besser schmecken. An dieser Stelle danke Tchibo für die Kekse. Das Kakao-Mandelgebäck ist wirklich lecker. Und das ist übrigens ein Artikel aus dem Dauersortiment. Ihr könnt die Kekse also das ganze Jahr über essen. Die Kaffeetasse hat ein Fassungsvermögen von 200 Millilitern. Und der Platz auf dem Servierteller reicht auf jeden Fall für die maximale für den täglichen Verzehr empfohlene Keksmenge. Das Set aus Kaffeetasse und Servierteller verkauft Tchibo für 9,99 €. Ihr wisst, ich bin kein Fan der Geschenkepflicht zu Weihnachten. Aber wenn ihr noch ein paar Sachen sucht, dann schaut euch mal beim Barista-Zubehör von Tchibo um, denn damit könnt ihr anderen Menschen helfen, ihren Kaffee mehr zu genießen. Und das ist unabhängig vom Anlass eine gute Sache, die ich unterstütze. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Gleich jetzt, wartet damit nicht bis Weihnachten. Nachlesen und Fotos anschauen auf kaffeenavigator.de.